Weiter geht's mit City Skylines Teil 2 und in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen weiter mit dem Stadtbudget befassen, unsere Stadt weiter ausbauen, ein bisschen hübscher machen und so weiter und so fort und nach Möglichkeit vielleicht sogar anfangen mit der Industrie. Das geht aber erst, wenn wir die nächste Stufe der Stadt erreicht haben. Und grundsätzlich habe ich einen Hund umbenannt, das ist die gute Rosalie. Das Frauchen von Rosalie, die gute Jasmin Malam, die habe ich uns mal angetickert hier. Die habe ich uns mal angeheftet und die ist hier mal mit drin. Das war ein Wunsch einer Zuschauerin, dass ihr Hund, ich hoffe, ich darf das erwähnen, das hattest du in die Kommentare geschrieben, ist vor kurzem verstorben und natürlich ist dein Hund hier jetzt im Spiel mit drin. Ich kann leider den Hund hier nicht antackern und anheften, ansonsten hätte ich das gemacht und dann hätten wir deinen Hund hier im Spiel ein wenig verfolgt, aber ich hoffe, das ist so auch für dich. Okay, wir gucken ab und an mal, was die gute Jasmin macht. Ansonsten möchte ich mit euch gerne in die nächste Stufe kommen, denn bei der nächsten Stufe können wir uns ein paar Sachen angucken und ich möchte gerne diesen Bereich hier umbauen, weil der gefällt mir nicht. Und wir haben grundsätzlich einfach eine Menge zu tun. Hier vorne könnte man noch ein paar Parks dann in Zukunft bauen und. Also grundsätzlich zwei Fragen oder drei Sachen von vorne rein. Wie mache ich das mit den Fahrzeugen? Das heißt, wie mache ich diese Mitfahrt? Das ist ganz einfach. Ihr könnt in die Einstellungen gehen und dort habt ihr den Punkt hinter den Optionen hier. Jetzt muss ich gerade selbst erstmal gucken. Bei Eingabe gibt es, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, hier die Option UI verbergen. Das habe ich mir auf Ctrl-H gelegt. Das ist einfach Ctrl-Hide, macht das in den meisten Spielen. Und jetzt können wir zum Beispiel hier ihn hier, da können wir jetzt einfach draufklicken auf das Motorrad und dann gibt es da diesen Knopf, diesen Fokusknopf. Und dann können wir jetzt einfach mal ein bisschen ranzoomen, gucken uns ihn an und jetzt drückt ihr Steuerung H und dann ist er weg. Und dann gucken wir uns ihn mal an, wie er hier durch unsere wunderschöne Stadt fährt. Finde ich richtig klasse, muss ich wirklich sagen. Eine sehr schöne Sache. Dann zwei Dinge, die ich noch in den Kommentaren gelesen hatte, die wollte ich auch nochmal erzählen. Das passt jetzt auch gerade thematisch ganz gut oder beziehungsweise einige Dinge. Ihr hattet gesagt, du hast ja gar nicht so richtig viel zum Thema Zufriedenheit erwähnt. Ja, das ist tatsächlich richtig, weil es eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt zu dem Thema. Zufriedenheit ist in diesem Spiel mehr ein Punkt, ja, mehr ein allgemeiner Punkt. Es gibt hier kein Patentrezept für eure Stadt, wo ihr sagen könnt, ich mache jetzt dies, so wie im ersten Teil und dann sind die Leute einfach zufrieden. Ihr müsst euch das aus verschiedenen Informationsquellen zusammenholen. Und der wichtigste ist hier unten. Da seht ihr nämlich, wenn ihr da draufklickt, öffnet sich dieses Fenster und da seht ihr ganz genau, die haben zwar Vermögen, die mögen das hier, dass es auch so großräumig hier ist bei uns, aber denen ist das hier zu teuer. Wir haben eine unzuverlässige Gesundheitsvorsorge und hohe Kriminalität. Das geht natürlich einher mit der Stadtwirtschaft. Und darum soll es heute halt nochmal so ein bisschen gehen. Das heißt, was müssen wir machen? Mehr Gesundheit, mehr Bildung, mehr Polizei und weniger Steuern. Und jetzt denkt ihr euch, ja, ist ja doof. Dann, Nerd, dann bist du bald pleite. Ja, zum Teil. Denn wir bekommen ja in den nächsten Meilensteinen hier immer wieder ein bisschen Geld. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ihr immer so ein bisschen Geld bekommt, weil es am Anfang sehr schwer ist, hier ins Plus zu kommen. Aber nicht unmöglich, das ist halt ganz wichtig. Wir könnten uns auch hier die Windräder sparen. Die kosten jetzt hier 15.000 im Monat. Das sind 15, 30, 45.000, die wir als Unterhalt ausgeben. Aber wenn ihr hier mal in die Stadtwirtschaft geht und in die Dienstleistung beim Strom guckt, dann halt nicht allzu viel bekommt. Ihr bekommt 30.000, aber es kostet euch, zusammen mit den Gebühren sind wir bei, ja, ganz grob können wir die Einnahmen hier decken. Ihr seht, Wartungsbetriebsmittel ist sogar noch ein Tuck mehr. Also, wir sind beim Strom immer noch in den Miesen. Und das ist halt der Punkt, wo man sich immer überlegen muss. Bei diesem Spiel heißt grundsätzlich, weniger ist mehr. Was heißt weniger ist mehr? Weniger ist mehr bedeutet, dass weniger von diesen Gebäuden, ihr könnt Müll über die Straße exportieren, ihr könnt euch Strom über die externe Leitung oder das Umspannwerk ohne diese Windräder reinholen. Ihr könnt, und das ist der Punkt, warum ich jetzt auch noch keine,
keine Universität oder kein College bauen werde. Ihr könnt auch die Leute über große Sachen, so College und Universität, auch nach extern bringen und die dort bilden lassen. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Beziehungsweise sie fahren da selbst hin, wenn sie bei euch das nicht finden, um sich eben ausbilden zu lassen. Das funktioniert. Ob die Leute dann wiederkommen, ist eine andere Frage, aber theoretisch funktioniert das. Klar, wenn eure Stadt so schlecht ist, dass ihr euch noch nicht mal einen College leisten könnt, ist halt die Frage, ob die Leute wiederkommen, wenn sie woanders studieren. Aber das ist halt, das ist wie gesagt was anderes und da könnt ihr das so ein bisschen dran machen. Das ist halt auch einer der Punkte der Zufriedenheit. Ihr seht, hohe Kriminalität ist gerade auch ein Megapunkt und ihr seht jetzt hier hohe Mieten. Was machen wir gegen diesen ganzen Koloss? Ja, wir gehen in die Stadtwirtschaft nochmal rein und werden hier nochmal ein bisschen rumdrehen. Also wir gehen mal zuerst auf Darlehen, das brauchen wir nicht. Besteuerung ist hier durchaus ein Problem. Ja, die finden das natürlich voll doof, dass sie so stark zur Kasse gebeten werden. Das heißt, wir reduzieren das mal auf 10%. Und dann werden wir die Dienstleistungen jetzt hier wieder Wasser, Abwasser können wir nochmal lassen. Gesundheitsfürsorge einmal auf 100% hochdrehen. Müllverwaltung haben wir. Bildung machen wir bitte auch auf 100%. Und dann seht ihr, Feuerwehr und Polizei haben wir auf 100%, aber es reicht offensichtlich noch nicht aus. Ja, Feuerwehr haben wir nämlich gar nicht und Polizei auch nicht. Das müssen wir also mal ganz, ganz, ganz dringend ändern. Und die würde ich gerne hier oben an diese große Hauptstraße bauen, dass wir von dort aus diesen ganzen Bereich, inklusive den Bereich hier oben, unter Kontrolle haben. Jetzt lassen wir uns da gleich mal ein bisschen Platz zwischen. Wir nehmen ihn mal hier hin. Ich würde mal sagen 1, 2, 3, 4. Ja, also 4 von diesen Kästchen. 2, 3, 4. Lassen wir uns einfach mal Platz, für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Polizei ebenfalls. 1, 2, 3, 4. Zack. Und dann seht ihr, haben wir jetzt auch eine entsprechende Polizeiabdeckung. Und dann sollten wir mit der Zufriedenheit hoffentlich hinkommen. Ja, das ist einer der Punkte, da müsst ihr halt einfach gucken. Regelmäßig da unten hingucken und schauen, was ist euer Problem. Aktuell, es ist ihnen zu teuer. Aktuell zu hohe Kriminalität. Aktuell unzuverlässige Gesundheitsfürsorge. Wir können jetzt nochmal gucken, ob sich das Thema Gesundheitsfürsorge, zumindest was die Anzahl der Leute, Kapazität passt. Krematoriumskapazität haben wir nicht, weil wir Friedhöfe haben. Ansonsten, die Abdeckung sieht gut aus. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen weiterlaufen lassen und hoffen, dass sich das damit bessert. Ja, und das bringt mich direkt zu dem Thema, was machen wir bei der Stadtwirtschaft? Seid ihr auch andauernd in den Miesen? Wie funktioniert das? Wann kommt ihr ins Plus? Meiner Erfahrung nach werdet ihr in den ersten Teilen hier immer in den Miesen sein. Und wenn ihr so in größere Städte kommt, so in einen Bereich von 15.000 bis 15.000 Einwohnern, dann werdet ihr im Plus sein und dann könnt ihr auch, beziehungsweise hier im Plus sein und dann könnt ihr auch etwas größere Schritte machen. Aber ganz, ganz wichtig, und das ist nochmal, das wollte ich nochmal sagen, einer der Kernpunkte dieses Spiels ist, nicht einfach alles voll zu kleistern mit Dienstleistungsgebäuden, nicht einfach überall 1000 Parks hinzusetzen, nicht einfach stumpf, so wie ich hier, eine Mülldeponie zu bauen und sagen, hey, die 30.000 im Monat, das ist überhaupt kein Problem. Ihr seht, wir können auch die Mülldeponie, ist überhaupt nicht im Ansatz ausgelastet. Da können wir auch sagen, wir reduzieren das zum Beispiel auf ein Minimum. Ja, Polizei, Feuerwehr würde ich jetzt einfach mal nicht reduzieren, das finde ich nicht gut. Das sind alles Sachen, die wir machen können. Jetzt sollte hoffentlich dieses Thema hier auch bald verschwinden, dass wir, jetzt seht ihr, hohe Kriminalität sinkt, gute Bildungseinrichtungen haben wir, reichhaltig Freizeit, Vermögen ist gut, Steuern sind auch kein Problem mehr. Das heißt, diese Themen werden jetzt mit der Zeit so allmählich verschwinden und dann können wir uns hier weiter kümmern. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, auch beim Thema Geld, so ein bisschen da rein zu friemeln, denn das ist wirklich am Anfang ein bisschen kompliziert, das Thema Geld. Also wenn ihr da in den Miesen seid, macht euch keine Sorgen, das geht mir auch so. Das werden wir hinterher über das Thema Produktion, wenn wir im großen Dorf sind, kümmern wir uns darum, werden wir das wieder hinkriegen. Aber jetzt bauen wir erstmal das Teil hier aus und wenn wir schon dabei sind, jetzt reißen wir das erstmal alles ab hier. Dazu gehe ich nochmal in die Pause. Und wenn wir schon dabei sind, auch eine sehr gern und oft gestellte Frage, ist das Thema, sag mal, Nerd, woher weiß ich denn überhaupt, was meine Leute wollen und was ich machen kann, damit die hier einziehen? Woher kriege ich denn überhaupt die hohe Dichte und all so ein Zeug?
Das könnt ihr hier unten, indem ihr auf dieses Symbol klickt, links klickt und dann öffnet sich dieses Fenster. Und da seht ihr quasi, was das Problem ist. Wohnnachfrage nach geringer Dichte. Ja, haben wir. Die mögen unbesetzte Gebäude nicht. Hier beides haben wir, unbesetzte Gebäude nicht. Was sind unbesetzte Gebäude? Ja, zum Beispiel, na, hier wohnt jetzt jemand drin. Ich hatte mir das am Anfang mal angeguckt. Wir gucken mal, da wohnen auch Leute drin. Ich hatte das am Anfang mal angeguckt. Am Anfang der Folge waren einige, viele Wohnungen tatsächlich unbesetzt. Und das finde ich natürlich uncool. Wenn auch haufenweise Plätze in der Stadt frei sind, dann haben sie natürlich ein Problem, hier zu leben, ne? Ich glaube, das ist aber auch klar. So, wir reißen das bis hier hinten ab. Den werden wir da einsetzen. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser. So. Und dann werden wir die ganze Ecke mal umgestalten hier. Das gefällt mir wirklich nicht. So, wir nehmen uns die normale mittlere Straße, docken die einmal hier vorne an und ich möchte die an dieser Kante idealerweise langziehen. Das heißt, nach Möglichkeit dort. Einmal da hoch, bitte. Zack. So. Und jetzt werden wir uns so kleine Wege nehmen, die wir hier zum Wasser führen lassen. Und hinten am Wasser gibt es einen... Und jetzt mache ich euch mal das Radio aus. Könnt ihr auch hier draufklicken. So. Und das hier. Jetzt können wir uns hier die Straße nehmen. Und auf die Kurve. Wie gesagt, auf die Straße. Erster Klick, Drehpunkt, zweiter Klick. Und dann dahin gehen, wo ihr hingehen wollt. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen, wenn ihr diese Tools nutzt, mal ein bisschen rumfriemeln. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und hier, nächster Tipp, macht diese Zone durchaus mal ein bisschen anders. Dann sind die Häuser auch nicht immer, dann sehen die nicht mehr gleich aus. So, dass sie halt auch mal ein bisschen unterschiedlich aussehen. Machen wir hier nochmal einen hin. So, das Ganze schließen wir einmal da ab. Einmal da hinten hin, bitte. So. Der geht hier leicht runter. Das finde ich aber okay. Wir könnten ein kleines Stückchen noch wegnehmen. Und sagen, dass wir ihn noch minimal... Ja, so aufhören lassen, dann sieht es noch ein Tuck besser aus. So, dann machen wir an das Ende. Kommt jetzt jeweils ein kleiner Kreisverkehr. Zack, zack, zack. Das gefällt mir schon deutlich besser im Gegensatz zum Vorgänger. Okay, ja, meine Lieben, das tut mir leid. Euch wollte ich hier raus haben, denn ich wollte die ganzen Zonen hier umbauen. Und jetzt machen wir uns mal die ganzen weg. Jetzt werden wir denen hier einfache Zonen geben. Hier hinten müssen wir mal gucken, was wir da machen. Die lasse ich nochmal frei. Aber die kriegen hier einfache Zonen. Die können hier ganz normal so in einfachen Zonen arbeiten. Und hier an dieser Seite möchte ich gerne so kleine Reihenhäuser haben. Und je nachdem, ob es dann noch notwendig ist, werden wir diese Wohnhäuser mit mittlerer Dichte hier an die Seite packen. So, aber jetzt lassen wir erstmal weiterlaufen. Und gucken mal, wie viele Leute sich jetzt hier bei uns ansiedeln. Ja, dann braucht man natürlich auch noch ein paar Gewerbegebiete. Und das würde ich tatsächlich gerne hier an der Ecke machen. Und einmal hier oben. Ich finde hier gegenüber der Schule quasi so als letzten Punkt, das hier eigentlich an der Ecke ganz schick. Das werden wir dann mal sehen. Aber zuerst können wir mal gucken, dass wir die Straße noch ein kleines Stückchen lang ziehen hier. So. Na. Haben wir früher aufhören, bitte. Und dann werden wir die Gewerbegebiete Spezialisierungen dort einmal wegnehmen. Und jetzt mit dem Rechteck-Tool zumindest dort nochmal ranmalen. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt wieder nicht hier vorne hinkommen. Dann sollte das da nämlich auch passen. Okay. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass sich dort jetzt die ersten Gebäude bauen. Hier ist das Falsche genommen hier. Gewerbegebiet? Nö. Sollte passen, ne? Okay, das ist strange. Egal. Warum auch immer jetzt keine Gebäude kommen. Ist ja wurscht.
So, jetzt machen wir ein bisschen schneller, dass wir hier jetzt wirklich mal ein paar Häuser bekommen. Und dann sollten wir, wie sieht es aus mit der Monatsbilanz? Ah, 78.000, aber ich denke, gerade das Thema Polizei und Bildung ist dann doch wichtig. Wir sind bei 146 auf 154, 60 auf 90. Ich denke, das ist okay. Wolfgang Svoboda. Und eine Sache, die ihr mir auch noch geschrieben habt. Ich habe mich scheiden lassen. Ja, ich habe das meiner Frau schon erzählt. Die war am Anfang sehr begeistert. Und ich bin jetzt auch in ein neues Haus eingestiegen. Ich habe mich von meiner Frau Katharina Kartmann scheiden lassen und wohne jetzt in der Urstraße 51. Da wohne ich jetzt. Ja, ich frage mich, wo ich gerade rumgeistere. Ah, ich bin noch zu Hause meiner Frau. Noch ein bisschen Ehestreit. Wo ist die gute Jasmin? Die hockt den ganzen Tag zu Hause und spielt mit der Nerd Station One. Tja. Er ist noch zu Hause, er holt noch sein Hab und Gut. Na, da bin ich mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wo arbeitest du eigentlich? Sir Catalot? Was zum Henker ist das denn? Irgendein Freizeitgut? Hier hinten. Als Verkäufer bei Sir Catalot. Das ist doch nett. Das ist ein Friseur? Bin ich Friseur? Ich bin Friseur. Ha, cool. Sehr schön. Das ist cool, ich bin Friseur. Sehr gut. So, wie sieht es hier hinten aus? Wir haben tatsächlich immer noch Bedarf an niedriger Dichte. Ja. Wir können nochmal drauf gucken. Unbesetzte Gebäude. Das haben wir noch nicht. Das steigt wieder. Spannend, spannend, spannend. Jetzt würde ich gerne die hohe Dichte tatsächlich einmal da. Und jetzt will ich einmal kurz das Füllwerkzeug nehmen und dorthin bauen. Dann können wir dort gleich auch ein paar hohe Dichten platzieren. Und die niedrige Dichte, da machen wir dort noch welche rein. So. Okay, da ist ein Leichenwagen noch nicht angekommen. Es ist, wie es ist. So, dann werden wir einmal dort noch die machen. Und hier vorne, eigentlich würde ich hier gerne noch was anderes bauen. Und auch das hier gefällt mir irgendwie nicht. Während die dort machen, komm, wir versuchen mal, ob wir das hier mal nochmal umbauen können. Ah, dieser Fußweg ist ja wirklich nicht hübsch geworden. Ne, von hier runter bauen. Da runter. Ja, das ist super. Besser. Besser, besser, besser. Dann können wir von hier nochmal einen Fußweg rüberbauen. Fußwege sind in dem Spiel ganz, ganz wichtig. Wir könnten auch hier gucken, dass wir den Fußweg zum Beispiel hier einmal ganz stumpf blub durchbauen. Und jetzt hat er hier tatsächlich so eine komische Brücke gebaut. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Und dann hier das mal anschließen. Das sah in meiner Vorstellung besser aus. Nee, dann lassen wir das mal. Ich bin halt kein großer Freund, das Terrain immer komplett zu glätten oder sowas. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Aber muss ich auch nicht. Okay, jetzt brauchen wir tatsächlich noch Gewerbegebiete. Ich bin ernsthaft im Überlegen, wo wir die am besten hinbauen. Ich würde fast sagen, wir nehmen die. Wir machen wirklich hier noch geringe Dichte hin. Und hier setzen wir weiter auf unsere hohen Gebäude mittlerer Dichte und dann gucken wir mal. Diesen Bereich hier, habe ich da jetzt was hingesetzt? Nee, ne? Da, ne, das will ich freilassen, das wollte ich nicht. Oh, es brennt, Leute! Feuer! Feuer! Und jetzt brauchen sie einen Leichenwagen. Ach du Scheibenkleister. Balthasar, der Hund. Oh je. Oh mein Gott, da ist der Hund von Dr. Bruce, nicht Balthasar? Hab ich gerade Dr. Bruce Hund getötet? Ach du Scheiße. Bitte erzählt ihm das nicht. Ach du meine Güte, ey. Es tut mir ganz schrecklich leid, in deinem Haus hat's gebrannt. So, jetzt brauchen wir wieder Industrie- und Gewerbegebiete-Nachfrage. Das werden wir natürlich auch machen. Wie gesagt, Industrie macht erst Sinn, dass ich euch das erkläre, wenn wir in der nächsten Fortschrittsstufe sind. Wir können aber zumindestens. Ja, wir können zumindest hier noch ein Stückchen diese Straße schon mal langziehen.
Und was auch immer er damit ungültiger Form hat, hat anscheinend mit diesem Penüppel hier an der Seite, der hier hing, da hatte er anscheinend Probleme mit. Ziehen wir das mal weiter. 90 Grad. Schwuppdiwubbel. Und einmal dahin. Kleine Straße. Bei solchen Sachen ist immer gut auf Hierarchie zu achten. Jetzt will ich mal gucken. Wie fahren wir denn da? 2, 4, 6, 8. Das sind 2, 4, 6, 8. Das heißt dahin. Und gerade hoch. Ist das ungefähr? Müsste, ne? So. Und einmal bitte Industriegebiet. Blub, blub. Dann könnten wir dort auch noch eins bauen. Das machen wir jetzt nochmal. Okay, dann geht das auch runter. Sehr gut. Ja, ein bisschen mehr können wir noch machen. Dann kriegt er noch einen weiteren. Wobei ich hier vorsichtig sein möchte bei der Autobahn. Aber ja, was heißt vorsichtig? Wir bauen hier hinten eine Abfahrt und machen dann die Straße hier rum. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Auch das mit dem Thema Zug, das lassen wir da so. Das gucken wir uns dann auch an, wenn es soweit ist. Jetzt brauchen wir tatsächlich noch mehr. Wir brauchen auch noch mehr Gewerbegebiete. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir hier oben mehr Gewerbegebiete bauen. Und die Polizeiwache würde ich dann sogar noch ein Stückchen verschieben wollen. Wir setzen die erstmal nach dort. Und werden noch einmal eine Straße dahin setzen. Zack. Einmal dahin. Ja, genau. Ja, dahin. Aber wir können es auch bis nach da setzen. So. Einmal dahinter bis nach... Ah, gucken wir mal, ist das da so? Machen wir schon mal weiter. Dann kriegen die hier Gewerbegebiete. Bitte mit dem Auswahlwerkzeug. Jetzt können wir mal gucken, dass wir das so grob bis an die Polizei ranbauen. Und dann die Feuerwehr. Machen wir mal etwas größere Gebäude. Und dann kriegen wir das da hoffentlich... Dann kriegen wir das da hoffentlich auch hin. Hier können wir in Zukunft übrigens noch so Aufwertungen machen. Bei diesen Gebäuden. Aber das ist momentan noch nicht nötig. So, dann haben wir das im Griff. Dann bräuchten wir wieder Industrie. Und dann haben wir gleich... Das nächste Thema. Das Thema Industrie, wenn wir... es fehlen noch 25 Punkte. Ja, pass mal auf, wir machen die Industrie nochmal einen Tuck größer. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine Ecke. Einmal dahin. Einmal da. Ja, super. Genau jetzt brauchte ich es natürlich nicht. Einmal dahin und dann werden wir das auch einmal gleich mit Industrie und jetzt seht ihr hier unten, dass hier viel mehr gekommen ist. Ich erkläre euch das gleich alles, was wir jetzt hier sehen und dann gucken wir uns auch das Thema Industrie an. Ich setze euch unten im Video einen Timestamp, dass wir dann darüber reden bei 23 Minuten. Also als erstes kommt einmal die Industrie hier rein. Dann können wir das weiterlaufen lassen. So, die große Frage ist jetzt, wie funktioniert das überhaupt mit der Industrie hier im Spiel? Und im Moment ist es noch relativ, ich möchte gar nicht sagen einfach, das ist ein kompliziertes System, was dahinter steht. Allerdings sind die Stellschrauben, die ihr machen könnt, relativ einfach. Grundsätzlich lässt sich auch, wenn ihr hier Geld verdienen wollt, empfiehlt es sich, das hängt jetzt auch mit der Industrie zusammen natürlich, empfiehlt es sich Punkt A, baut wirklich nicht zu viel. Baut nur das Notwendigste. Ja, ihr seht, wir könnten jetzt noch mehr Feuerwehren bauen. Wir könnten mehr Ärzte bauen und. Solange die Leute sich hier nicht beschweren, lasst das sein. Ja, ganz ehrlich, macht es nicht. Das kostet nur unnötig Geld. Und wir gucken jetzt mal hier hinten beim Thema Produktion rein. Da sieht man das mit der Industrie am besten. Grundsätzlich hat jede Industrie eine Spezialisierung und hat ein Input, den ihr hier seht und hat eine Verarbeitung und hat dann ein Output. Ja, das könnt ihr auch immer sehen, wenn ihr zum Beispiel auf diverse Industrien klickt. Das heißt, ihr klickt hier drauf und seht hier Input, Stein, Output, Mineralien. So. Bei ihm hier Schokolade, das hatte ich umbenannt, da fehlt tatsächlich ein Sternchen. Schokolade macht aus Metallerz Metallfolie, um die Schokolade einzupacken.
Und dann hätten wir hier zum Beispiel jemanden, der Bauholz aus Holz macht. Hier hätten wir jemanden, der aus Metalle und Stahl Maschinen herstellt. Ihr seht, das ist schon eine höhere Stufe. Für höhere Industriestufen braucht ihr, ich hoffe, das sieht man jetzt hier, ihr seht, schlecht Ausgebildete und gut Ausgebildete, das heißt ein paar offene Stellen bei den Ausgebildeten. Da müssten wir also jetzt demnächst Vorsorge treffen. Und hier hätten wir jetzt spontan gar kein Unternehmen. Das ist eine Stufe 1. Da gibt es jetzt auch ein paar gut Ausgebildete, aber eher so die schlecht Ausgebildeten. Die machen so ein bisschen Chemikalien daraus und also Zeugs. So, das denkt man sich erstmal, ja, ist ja ganz schön und gut. Diese Waren werden dann über die Straße mit der neuen Verkehrs-KI Prinzip hierhin. Das ist jetzt Elektronik, die muss dann offensichtlich von außerhalb kommen. Elektronik, hier werden zum Beispiel die Chemikalien verkauft und die kommen mit viel Glück sogar von diesem Chemieunternehmen, was wir hier hinten jetzt gerade hatten. Das heißt, das wird dann hier produziert und dann dort hingekarrt. So, das klingt ganz gut, aber was könnt ihr jetzt beeinflussen und wie könnt ihr damit Geld verdienen? Grundsätzlich können wir uns das mal angucken hier unten in der Stadtwirtschaft und dann hier in der Produktion. Und wenn wir jetzt hier einfach mal auf das Thema Chemie hier bleiben, dann seht ihr jetzt auf der rechten Seite, wie gesagt, ich kann da leider mit der Maus nicht hingehen, ansonsten verschwindet dieses Fenster. Ihr seht jetzt hier auf der Seite, wenn ich da mit der Maus mal drüber bleibe, Ölbohrung und Import. Daraus wird dann Rohöl gebaut und das wird dann jeweils verarbeitet. Das ist die rechte Seite, das ist die Seite hier. Verarbeitet zu Chemie, das ist irgendein komischer Brennstoff und dann wird es natürlich auch einmal exportiert. So, ein Export macht keinen Sinn, wenn wir es schon vorher importieren. Und das ist mit dem Import der erste große Punkt. Jetzt steht hier Überschuss und Defizit. Was bedeutet das? Alles, was eure Industrie im Moment braucht, also alles das, was hier im Moment passiert und produziert wird, hat einen Input. Das heißt, das wird aktuell als Defizit gewertet. Ihr habt anscheinend sehr viel, wir haben sehr viel in Nutztierindustrie, woraus Nahrung und so geproduziert wird. Ein bisschen Holz. Wir haben sehr viele Steineindustrien, die hier also irgendwie Metallerze oder Steine, Backsteine oder sowas bauen, um damit die Häuser hier ausgebaut werden können für Baumärkte und sowas. Und das sind im Prinzip die Defizite, die wir haben. Da denkt man sich, oh, das ist ja ganz schön gut. Was interessiert mich denn dieses Defizit? Und was? Ich kann doch nur die Steuern einstellen dort. Ja, richtig. Ihr könnt nur die Steuern einstellen, aber ihr könnt mit der jeweiligen Steuer eine gewisse Industrieart bevorzugen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe auf meiner Karte aus irgendwelchen Gründen nur Getreide oder solche Sachen, dann sagt ihr hier, blub, da gebe ich sogar noch ein bisschen Geld zu und dann hoffe ich mal, dass die sich hier ansiedeln. Das ist die Stellschraube, die ihr zum einen machen könnt. Das ist die Stellschraube der Steuern, um bestimmte Industrien hier zu bevorzugen. Und die zweite Stellschraube ist der Import. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Das kommt erst im Laufe des Let's Plays. Aber ihr habt die Möglichkeit, die Importkosten massiv zu reduzieren. Und da habt ihr auch schon gefragt, ja, was interessiert mich denn die Importkosten? Das sind nicht meine Kosten. Doch, das sind eure Kosten. Denn der Import, der wird natürlich vom Gewinn des Unternehmens abgezogen. Und wenn das Unternehmen irgendwann keinen Gewinn mehr macht, weil sie unheimlich teuer Waren aus dem Ausland hier beziehungsweise aus umliegenden Städten hier einkaufen müssen und ihr das nicht selbst innerhalb der Stadt produziert, ja, dann wird dieses Unternehmen sich hier nicht ansiedeln und dann habt ihr eventuell hier unten Probleme, Industrienachfrage zu generieren. Das ist erstmal der Punkt Industrienachfrage. Und den Import könnt ihr im Prinzip über zwei Möglichkeiten verbessern. Eine direkte Straßenanbindung, das macht jetzt aber keinen großen Sinn. Alternativ könnt ihr, und das ist das Thema Zug, und das will ich jetzt noch nicht freischalten. Das könnten wir machen, aber mache ich jetzt noch nicht. Ihr könnt einmal das Zugdepot bauen und dann passend dazu eine Güterzugstation und dann können wir uns, das machen wir dann in den nächsten Folgen, hier eine Güterzugstation hinbauen und eine Route nach extern. Da müssen wir uns einmal die Kachel hier freischalten, kaufen und dann können wir eine Route nach extern planen, hier oben an diesen Punkt und dann fährt hier ein Güterzug lang und bringt die Waren von unserer Stadt nach hinten und hierhin. Das wird die Importkosten senken. Das heißt, das Unternehmen hat mehr Zeit für diesen Krams. So, das ist Schritt Nummer 1, was wir machen werden, um das Industrie oder um unsere Industrie hier zu verbessern. Etwas, was wir jetzt schon direkt machen können als großes Dorf, ist das Thema Industriegebiete, Spezialisierungen.
So, das hängt alles jetzt so ein bisschen mit diesem Thema Import zusammen. Das heißt, ihr geht einmal hier unten auf die Zonen und habt dann hier die Industriegebiete. Und hier seht ihr jetzt verschiedene Waren. Wir haben jetzt natürlich noch nicht alles freigeschaltet. Die Hühnchen könnt ihr überall hinsetzen, das ist in dem Fall egal. Den Getreideanbau müsst ihr hier auf diese fruchtbaren Felder setzen. Holz ist offensichtlich da, wo es Holz gibt. Und Steine könnt ihr auch überall hinsetzen, das ist in dem Fall auch egal. So. Das heißt jetzt, wir werden uns jetzt Gebiete kaufen, werden jetzt anfangen, hier Getreide zu produzieren. Also mal gucken, ob wir irgendwo was Schönes haben dort. Ah, ich denke, wir werden uns mal hier oben in diesem Bereich kaufen und dann hier die Seite lassen wir frei, um in Zukunft dann einen Nahverkehr zu etablieren. Und dann werden wir hier die Waren produzieren. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ihr hier einmal diese Waren produziert, dann erzeugt ihr damit natürlich die Forstwirtschaft direkt. Das heißt, hier an dem Punkt habt ihr keinen Import mehr, sondern bietet der Industrie direkte Waren. Das heißt, ihr könnt die Industrie am Ende auch stärker besteuern, weil sie mehr Geld zur Verfügung hat, weil sie nicht für teures Geld die Waren importieren muss. Und sie kann vielleicht sogar, oder ihr könnt vielleicht sogar, wenn ihr einen Überschuss habt, das Restholz, was die Industrie nicht braucht, exportieren. Und das sind im Prinzip so die Punkte. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Hühnchen an. Das Hühnchen braucht hier keinen speziellen Punkt, wo es irgendwo einen Platz braucht. Deswegen würde ich jetzt hier mal diese Kacheln kaufen und mal gucken, dass wir hier eine Straße rüberführen und dann hier hinten anfangen, die Hühnchen zu platzieren. Und da können wir auch mal gucken. Es gibt hier auf der Seite die natürlichen Ressourcen. Und da seht ihr, hier ist bis auf 3 Bäume gar nichts. Das heißt wirklich perfekt, dass wir hier dann die Hühnchenproduktion hinsetzen. So, das war jetzt viel Gesabbel. Ich hoffe, das war für euch okay. Aber mir war das nochmal wichtig, dass ich das erkläre, damit ihr so diesen Hintergrund versteht, warum wir hier jetzt diese Waren produzieren und wie die Industrie so grob in diesem Spiel funktioniert. Jetzt können wir hier das Ding schon auf langsam weiterlaufen lassen. Ihr seht, das mit der Industrie geht jetzt zurück, da haben wir jetzt genug. Aber das wird hoffentlich wiederkommen, gerade wenn wir jetzt hier bitte eine große Straße nehmen. Ich würde das jetzt einfach mal mittig hier hochziehen. Zack. Einmal dahin. Hier haben wir jetzt einen normalen Bahnübergang. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und jetzt werden wir uns hier unsere Zone nehmen, das Hühnchen. Und ihr seht, alles, was im Kreis liegt, könnten wir anbauen. Und jetzt habt ihr, wie in allen anderen Spielen, hier diese Anfasser. Und jetzt gucken wir mal, dass wir in allen anderen Sachen, wie zum Beispiel beim Müll, diese Anfasser. Und jetzt gehen wir mal hier, klick. Na, das hat natürlich super funktioniert. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier möglichst gut... Na, das hat ja gut funktioniert. Müssen wir da anfangen. Einmal da bitte. Einmal bis nach da bitte. Über den See rüber. Zack. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier mal so ganz grob hieran orientieren. Das System ist cool. Ja. Ist cool. So, einmal dahin. Zack. Und einmal da hoch. Und jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. Ja, warum auch immer er das macht, es wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr das versteht, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt das nicht baut. So, einmal dahin. Dann machen wir es mal auf einfache Art und Weise. Wir können das nämlich hinterher immer noch verändern. So, jetzt geht's. Und wenn wir das jetzt verändern, diesen Bereich, dann könnt ihr auf das Gebäude klicken. Hier links Flächenwerkzeug. Und dann könnt ihr einfach irgendwo hinklicken und das jetzt hier nochmal verändern. Und dann geht das auch nachher. Ich kann nicht sagen, ob das ein Bug ist oder so. Ihr könnt ihr mal eure Erfahrung dazu in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das habe ich bei diesen Gebäuden regelmäßig. Und jetzt werden wir das hier möglichst gut an diesen Kranz anpassen an diesen Kreis, dass wir halt möglichst viel davon produzieren. Hier bis ins Wasser rein. Bin mal gespannt, was da passiert. Einmal bis nach da. So. Und einmal nach dort. Einmal nach dort. Ja. Na war. Dann haben wir's. Und hier werden jetzt die ersten Nutztiere gebaut. Da hinten gibt es eine Kuh, die da steht. Ja, ist doch okay. So, und hier gibt es jetzt die ersten Nutztiere. Und das werden wir auf der Seite auch gleich noch machen.
Da gibt es jetzt anscheinend einen Wasserschaden. Oh nein, die Kuh hat einen Wasserschaden. Der hat jetzt ernst... Das ist ja geil. Okay, hat das jetzt echt stumpf ins Wasser gebaut, ey. Gut, wir werden das mal aus dem Wasser wieder rausnehmen. Das tut mir leid. Das tut mir ganz schrecklich leid. Liebe Kuh, das war jetzt wirklich nicht. Die wurde natürlich fachgemäß gerettet. So, dann sollte das hier jetzt besser aussehen. Jetzt können wir uns mal angucken, dass irgendwas gebracht hat. In die Produktion bitte. Und jetzt seht ihr hier, dass ihr 40 Tonnen produziert im Monat. Und jetzt haben wir fast kein Defizit mehr. Wir haben aber immer noch keinen Export. Und ihr seht, auf einen Schlag habt ihr hier unten plötzlich eine riesige Industriegebiet-Nachfrage. Ist klar, ne? Denn die brauchen jetzt nicht mehr importieren. Die kriegen die ganzen Hühnchen, die sie verarbeiten, jetzt hier vor Ort. Und jetzt wollen sie sich natürlich bei euch ansiedeln, weil sie genau wissen, hey, ich muss ja hier nichts für den Import bezahlen oder zumindest weniger, also siedle ich mich da an. Also machen wir noch eine Mal Nutztiere, bitte. Blub. Und jetzt machen wir das auch wieder einmal sehr rudimentär und werden das später einmal umbauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das am Anfang sonst nicht funktioniert. Das ist mir ein Rätsel. Jetzt werden wir das mal umbauen hier. Blub. Einmal dahin. Dahin. Da an die Gleise ran. Ah, geht das? Ja, sehr hübsch. So, dahin bitte. Jetzt kommen wir hier schon an die Stadtgrenze. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Einmal darüber. Werden wir uns jetzt mal hier so entsprechend anpassen. Und wenn ihr einen neuen Punkt braucht, einfach irgendwo hinklicken. Blub. Und hier entsprechend hinziehen. Das können wir jetzt auch schon bis zur Straße ziehen. Den Punkt nach dort. Und dann haben wir es. Dann ist auch hier das Ganze fertig. Was haben wir denn hier für niedliche Tierchen? Oh, das ist fast alles drin. Ja, und dann haben wir hier unsere erste Nutztierfarm fertig. Und die produziert jetzt Nutztiere, die hier entsprechend verarbeitet werden. Und das ist ziemlich, ziemlich praktisch. Wir haben jetzt übrigens auch hohe Dichte. Gott, oh Gott, oh Gott, warum haben wir denn hohe Dichte? Weil die zufrieden sind, die Leute. Das kann gar nicht sein. Jetzt haben wir hier die Nutztiere. Jetzt können wir mal hier reingehen und gucken wir mal. Zack, jetzt machen wir mal ganz langsam weiter und gucken mal bei der Produktion. Jetzt sind wir bei 42,7 Tonnen. Ja, wir haben immer noch nicht ganz das Defizit ausgereizt, aber zumindest haben wir jetzt hier eine höhere Nachfrage und sollten jetzt nach Möglichkeit sogar, ja, wir sind bei 37.000. Wir können mal schauen, ob wir das hier sogar in den Statistiken sehen bei dem Thema Industrie. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir Firmenanzahl. Sehen wir da was? Industrie. Machen das mal aus. Ja, ist jetzt ein bisschen angestiegen zum Schluss gerade. Handelswert. Beim Thema, jetzt machen wir mal alles weg und ich würde nur gerne Nutztiere. Bisschen angestiegen, weil wir mehr produzieren und Nahrung ist das, was daraus produziert wird. Wie gesagt, diese Produktketten könnt ihr aktuell nicht beeinflussen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es dort sehr umfangreiche DLCs in den nächsten Jahren geben wird. Bin ich jetzt blöd? NNB. Das ist natürlich da. Da. Nahrung. Oh, sehr gut. Kosten sind gesunken. Das ist eine... Oh, mega. Guckt euch das mal an. Das ist natürlich super. Das bedeutet natürlich auch, dass... Das ist natürlich auch gut für... Waren das die Kosten? Ich glaube, ne? Das ist natürlich auch gut für unsere Bevölkerung. Und wir sind jetzt nur noch bei... Na, wir haben noch eine Monatsbilanz von 33.000, aber wir sind auch bei 10% Steuern. Das gehen wir mal auf 14% Steuern hoch und werden damit hier unten die Zufriedenheit ein bisschen reduzieren. Ihr seht das Thema Steuern. Da werden wir aber gleich entsprechend oder beziehungsweise nicht heute, sondern in der nächsten Folge werden wir dagegen steuern. Mangel an Unterhaltung und hohe Steuern. Da werden wir, wie gesagt, beim nächsten Mal gegensteuern. Und jetzt gucken wir aber mal ganz zum Schluss,
ob das was gebracht hat. Und ihr seht, wir sind noch bei minus 14 Monatsbilanz und wir kommen jetzt schon dort langsam hin. Und das ist das, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Wir bauen unser Städtchen aus, gucken auch, dass wir hier weiterkommen. Wir werden mal schauen, dass wir wirklich nochmal so eine Tierproduktion kriegen, dass wir hier nochmal ein Gebiet kaufen. Dann werden wir den gleichen Kram nochmal hier oben aufbauen und dann haben wir genug Tierproduktion, dass wir auch die Wirtschaft bedienen können. Die Wirtschaft wird dann hier unten weiter ausgebaut werden. Hier kommt ein Cargohafen bzw. ein Cargo hin, ein Transporthub hin für die Züge. Und das ist der Bereich hier. Und jetzt gehen wir ganz zum Schluss in der Folge nochmal rein. Was brauchen wir dafür fürs nächste Mal für die Forschung? Und ich würde dafür gerne, tja, es ist die Frage, was man macht. Ich möchte unbedingt gerne die Parkplätze haben. Das ist mir einfach wichtig, damit wir Parkplätze bauen können für die Leute. Auch da wieder Thema Zufriedenheit, Spielmechanik. Da, wo ein Parkplatz ist, werden die Leute wo leben und werden sie parken, wenn natürlich kein Parkplatz frei ist. Und dass die Leute da mit dem Auto nicht hinkommen und wenn das alles zu teuer ist, dann werden sie natürlich nicht parken. Dann werden die Gebäude eventuell nicht genutzt, wenn es keine Öffis gibt, womit die Leute hinfahren können. Ja, und so weiter. Strom brauchen wir hier erstmal nichts, Wasser brauchen wir erstmal nichts. Krematorium, ja, die sollen einfach nicht sterben. College hatte ich erzählt, will ich tatsächlich im Moment nicht machen. Klar, wir haben eine entsprechende College. Wir gucken nochmal hier rein. Hier sind wir tatsächlich alle mit dabei. Hier sind wir gut mit dabei. College machen wir nicht. Da müssen wir dann im schlimmsten Fall darauf setzen, dass die in entsprechende andere Städte fahren. Jetzt gucken wir mal. Feuerwehr und Rettungsdienst haben wir hier. Und Polizeiverwaltung, Sozialamt könnt ihr auch bauen, wenn ihr zu viele Leute habt, die kein Geld haben. Ist das auch kein Problem. Was ich jetzt freischalten will, ist einmal den Zug. Und dann gerne auch direkt die Straßenbahn und auch die Parkpflege. Aber das wollen wir noch nicht machen. Die drei Punkte lassen wir uns übrig. Und da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Und da kümmern wir uns dann um die öffentlichen Verkehrsmittel. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.